Hallo Jungs, der DBXLÖ hat mich schlussendlich überzeugt. Das Ding ist sehr angenehm zu fahren. Jetzt natürlich nach ein paar Rennen ist alles schön frei geworden. Und man sieht hier, dass die Differential zu frei sind. Gerade vorne, er ist vorne freier als hinten. Und der Center-Diff hat sich auch gelöst. Man sieht hier, wenn ich das Rad hebe, hier dreht der Center-Diff schon durch. Der sollte ein bisschen mehr mopsen. Also die Diffsöl werde ich natürlich mal dran nehmen. Aber ich fahre jetzt erstmal noch ein paar Mal 8S. Ich mache mal wahrscheinlich 10 Packungen und dann machen wir das Auto auf. Karosserie hat super gut ausgehalten. Das Ding ist ein paar Mal auf die Nase geflogen. Also die Stoßstange vorne hat alles kassiert. Ist eine Bombe. Weil ich bin, also wir haben Sprünge gemacht. Das Video sollte schon online sein. Wir sind ein paar Mal voll auf die Nase geflogen, kein Problem. Einmal voll auf dem Heckflügel, überhaupt kein Problem auch. Die Dämpfung macht eine super gute Arbeit. Ist natürlich kein Monster Truck, schlägt ein bisschen schnell auf mit dem Chassis. Aber mit dem Gewicht und die Wucht, die ich da genommen habe, war das normal. Was nicht normal ist, ist, dass ich beide Köpfe verloren habe. Natürlich ist es eine Kleinigkeit, aber schade für so ein teures Auto, wenn man schon was scale-mäßig macht. Sollte man es ein bisschen besser machen. Die sind sehr schwer, die Köpfe. Weiß nicht wieso, dass sie so schwere Köpfe gemacht haben. Und nur mit einer kleinen Schraube und Unterlagsscheibe in 0,2 mm Lexan reingemacht sind. Das kann nicht halten, ist klar. Ist ein bisschen schade. Werden wir natürlich besser machen. Wahrscheinlich die Schraube von, also die Originalschraube von unten plus eine Schraube von hinten rein irgendwie, dass die nicht mehr wegfliegen. Man sieht, dass im Auto hier nicht so viel Dreck ist. Das heißt, man kann locker hier ein bisschen was ausschneiden, damit mehr Luft reingeht. Diesmal haben die Akkus natürlich, wenn man zu mehreren rumfahrt, hält die Batterie ein bisschen länger. Gerade wenn man einen Kurs macht. Bis mehr als 4 Stunden hat das Ding gehalten mit 6.500 Akku. Ist ausreichend. Natürlich ein bisschen mehr wäre besser. Aber mit dem Gewicht gibt es da nichts groß zu motzen. Weil von der Leistung her ist er genauso gelaufen wie die X-Max. Aber es wurde trotzdem darin bis 60, 70 Grad warm. Also passt auf, gerade im Sommer wird es ein Riesenproblem mit der Hitze. Klar, ein Lüfter muss drauf, aber die Akkus werden auch warm, weil der verbraucht ja viel. Deswegen will ich auf 12S rauf. Ich mache aber weiter mal mit 8S, wie ich es gesagt habe, für mal 10 Packungen durchlassen, für mal sehen, wie es überall aussieht. Die Antriebswellen und das Zeugs haben noch keine Spuren. Sieht gut aus, jetzt dritte Packung, also fast eine Stunde drauf. Sieht noch alles gut und heil aus da drin. Die riesen Skidplates, die ich hier gemacht habe, haben ihre Arbeit geleistet. Kein Problem. Alles tipptopp. Wahrscheinlich mache ich noch vielleicht noch die Stoßstange zu, weil die schaufeln ein bisschen Erde rein. Die Chassisverstrebungen auch super Arbeit gemacht. Ich hatte ja den DBXL, der hatte die Chassisverstrebung nicht und da war alles ein bisschen flexibler am Chassis. Also ich bin zufrieden mit dem Auto und freue mich auf die nächsten Auffahrt. Ausfahrt, Auffahrt. Tschüss Jungs, bis bald.